ich will euch ja nicht ins Schwitzen bringen, aber natürlich zum Schnitzen. Ihr habt noch 2 Stunden 15 Minuten. Wie viel Minzöl ist wohl genug? So grundsätzlich. Ich habe einfach alles genommen. Es riecht hier so nach Mundwasser. Kann ich probieren? Gerne doch. Also das ist jetzt eine Mango-Buttercreme mit Minzöl. Findest du, da fehlt noch ein bisschen Minzöl? Nein. Gar nicht? Also ich habe jetzt einen sehr frischen Atem. Ja, also das war zu viel. Christian, wir können knutschen. Okay. Knutschgebäck, das wäre mal eine Aufgabe. Wobei auch ein Tortenboden schöne Gefühle hervorrufen kann. Das sind meine schönen Böden. Perfekt. Nicht nur deine. Super, ne? Ich bin zufrieden mit meinem Biskuit. So soll er sein. Eine ganz besondere Optik gibt es bei Franziska. Jetzt seht ihr auch meinen Südseetraum, weil er ein schönes Blau bekommen hat und das andere so ein bisschen wie Korallen wirkt. Ein bisschen weniger Minze-Wirkung erhofft sich Jenny. Sie muss sich jetzt einfach noch mal neu sammeln und die Buttercreme halt noch mal neu ansetzen. Bei Fares war klar, dass der Kuchen nicht sehr hoch gehen würde. Aber Scheiße. Ich glaube leider, dass er noch nicht durchgebacken ist. Shit. Scheiße. Ich brauche jetzt noch 15 Minuten wahrscheinlich Backzeit. Ich bleib ruhig und es wird schon. Bei dieser Aufgabe ist schon so einiges beim ersten Versuch daneben gegangen. Neues Spiel, neues Glück. Ich werde mich jetzt ein bisschen rantasten und mit einem Viertel oder einem halben Teelöffel anfangen. Mit Minzöl ist nicht zu spaßen. Also ich bin froh, dass ich zwar schon schichte, aber ich muss Gas geben, weil ich will natürlich nach hinten raus viel Zeit für dieses Palette Knife Painting haben, weil das dauert. So, der geht nochmal in die Kühlung. Was sagst du? Also es ist deutlich besser. Ja, aber findest du immer zu viel? Es ist aber immer noch sehr stark. Echt jetzt? Ich habe nur einen halben Teelöffel rein. Findest du? Aha. Das kann gar nicht sein. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Gilt auch für Prinzessinnen. Das Schichten ist in vollem Gange. Was plant Schwibschichter Hannes? Ich packe jetzt auf den ersten Boden erstmal die Kokosbuttercreme und toppe sie jetzt mit meinem getrockneten Bananen. Das ist jetzt diese doppelte Schicht. Die Fruchtschicht und die Cremeschicht. Fruchtige Einlagen allenthalben. Die Jury hat es so bestellt. Das ist die Cocktail-Einlage. Franziska schichtet ihren Lemon Mojito Curd. Und Jenny hofft, dass der Schoko Crunch etwas Minzschärfe abfedert. Das ist ein hoher Ton geworden, ja. Aber er steht. Julia hat keine Stehprobleme. Franziska arbeitet mit Minze pur. Ich will das aber nicht zu doll haben, deswegen mache ich das auch bloß auf eine Schicht. Letzte Schichtungen, dann steht die Grundlage fürs Painting. Jetzt erstmal schön einstreichen, gerade, so wie ich es mag. Das Gute an Einstreichkunst, man kommt ums Eindecken mit Fondant herum. Allerdings ist dieses vergleichsweise einfach, während der Kunststuck per Palettenmesser Kunstfertigkeit und Zeit voraussetzt. So langsam solltet ihr in die Südsee stechen, denn ihr habt jetzt nur noch eine Stunde. Ich fange jetzt an, meine Buttercreme einzufärben für mein Motiv. Das Schöne ist, hier braucht man nicht mit Lebensmittelfarbe geizen. Muss schon knallig sein. Aber nicht, dass die Torten wieder im Dunkeln strahlen. Obwohl, das Mururoa-Atoll liegt ja auch in der Südsee. Und ein Strich die zweite. Franziska isoliert ordentlich, wie beim Hausbau. Ich finde, im Wasser ist jetzt ja auch nicht alles gleich blau. Deswegen wollte ich das so, dass man ein bisschen noch durchscheint, ein bisschen heller ist. Und dann, glaube ich, habe ich diesen Unterwassereffekt eigentlich schön umgesetzt.
Bei Südsee denken viele an Wasser, außer Franziska. Sie denkt eher an Stein. So, ab geht die wilde Fahrt. Franzi und Ramona müssen definitiv in dieser Aufgabe wirklich alles geben, weil sie sind durch die ersten beiden Aufgaben auf den letzten beiden Plätzen. Wir haben bei allen schon gesehen, dass sie dekorieren können. Von daher, glaube ich, können sie sich mit einer tollen Dekoration hier wirklich weit nach vorne arbeiten, wenn es denn auch geschmacklich stimmt. So, jetzt nochmal für alle, die bei der Hobbythek damals geschlafen haben. Wie macht man ein Palette Knife Painting? Du musst die Farbe halt mit dem Palettenmesser auftragen und natürlich, je nachdem, wie du es machst, hast du so einen gewissen 3D-Effekt. Na, Fares, läuft's denn mit der Malerei? Es ist wirklich schlimm. Talent ist beim Malen hilfreich. Fühlt man sich schon wie so ein kleiner Künstler. Liebe Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker, ich weiß, ihr geht schon am Stuck. Ihr habt noch 30 Minuten. Mir ist ein bisschen bange jetzt gerade, weil, wie ihr seht, ich bin gerade bei meiner ersten Blüte. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um die Nerven zu verlieren. Nö, aber man könnte sich beeilen. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, weil ich habe natürlich im Grunde jede Fläche, die du so ein bisschen palette-knifen musst, damit es ein Gesamtbild ergibt. Aber muss die ganze Torte wie ein Ölgemälde wirken? Oder reichen einzelne Motive? Die Blume nennt sich Strelitzie. Das ist eine Paradiesvogelblume. Und da meine Torte Paradies heißt, also Sweet Paradise, also dachte ich, das passt zusammen. Vogel, Blume, Torte. Passt prima. Ich setze jetzt meinen Seestern, die heißt ja Strandstern, die Torte. Vom Meerestier zur Tropenblume. Normalerweise würde ich sogar filigraner arbeiten, aber momentan habe ich keine Zeit. Nicht nur Fares gibt alles. Alle Backenden arbeiten unter Hochdruck. Die Zeit rennt. Ihr Lieben, diese Torten werden ja gleich doppelt verputzt. Einmal von euch und später dann von der Jury. Toll. Ihr habt noch 10 Minuten. Also so Fummelarbeiten, ich bin da eigentlich relativ resistent, aber unter Zeitdruck strapaziert einfach alles die Nerven. Ausatmen, einatmen, einatmen, ausatmen, Man sagt ja, Backen habe etwas Meditatives. In dieser Backshow gilt das nur bedingt. Ich kann nicht malen, so einfach ist es. Und wenn das Thema Palette Knife ist und jemand nicht malen kann, so ist das. Doch es gibt mehrere Arten zu punkten. Wenn beim Design wenig zu holen ist, muss der Geschmack umso überzeugender sein. Es kommen Blütenpollen in die Lilien. Ja, jetzt ist die Zeit für Entscheidungen, ne? Mach ich noch was, mach ich nichts mehr? Ihr habt nur noch 2 Minuten. Ey, siehst du, wie ich zitter? Ich kann nicht mehr. Und gefallen tut's mir auch nicht. Guck mal, das sieht langsam nach einer Palme aus. Sogar mit einem 3D-Effekt. Als letztes kommt jetzt noch ein bisschen Strand. Gleich müsst ihr alle Werkzeuge fallen lassen. Schweißvogel. 10. 9. 8. Das mache ich immer so. 7. 6. 5. 4. 3. Schnabel ist zu dick. 1 und stopp. Hände weg vom Gebäck. Oh.